Kommt in Zukunft der Strom auch noch aus der Steckdose oder versinkt die ganze Energiewende im Chaos? Ich habe einen Gast, Professor Oliver Brückel von der Ostbayerischen Technischen Hochschule. Also das Hauptproblem scheint ja für viele Menschen zu sein, die Energiewende kommt und der Strom wird immer teurer. Warum ist das so? Wie ist der Zusammenhang zwischen diesen beiden, zwischen Strompreis und der Energiewende? Zum einen müssen die Netze ausgebaut werden, das kostet Geld. Windenergieanlagen, Solarstromanlagen, das kostet Geld. Bislang müssen aber auch die konventionellen Kraftwerke noch am Netz gehalten werden für sonnenarme Tage, für windarme Tage, um die notwendige Leistung dann erbringen zu können. Und darüber hinaus haben wir natürlich auch eine Finanzierung des Staates, das heißt in Form der Stromsteuer, in Form der Mehrwertsteuer, die ebenfalls auf diesen Strompreis lastet. Wie viel bezahlt denn so ein durchschnittlicher Bundesbürger pro Monat für den elektrischen Strom, der ihm ja 24 Stunden rund um die Uhr zur Verfügung steht? Wie viel ist denn das so typischerweise? Ja, heute kostet die Kilowattstunde ca. 29 Cent. Und je nach Stromverbrauch errechnet sich dann eben die monatliche Belastung. Wenn die Energiewende es wirklich noch teurer macht, also wenn wir noch mehr investieren müssen in Netze und in Speicher, dann wird ja der Strom wahrscheinlich doch noch teurer werden. Ja, aber die große Herausforderung liegt ja darin, wie werden diese Kosten dann verteilt? Mhm. Wie werden sie aufgeteilt auf die verschiedenen Schultern in der Republik? Ja. Also auch innerhalb der verschiedenen Haushalten. Also denken Sie an Alleinerziehende, denken Sie an Beamte in der niedrigen Laufbahn, die in München wohnen. Mhm. Für die ist der Strompreis eine große Herausforderung und der Anstieg der Stromkosten. Ist denn die Energiewende daran schuld, dass die Strompreise steigen? Ja, ein Großteil des Stromanstieges ist sicherlich auf die Energiewende zurückzuführen. Mhm. Also wir müssen investieren, vorinvestieren in eine neue Erzeugungsinfrastruktur für die Energiewende. Wenn man sich die europäische Landkarte anguckt, dann gibt es ja seit der Katastrophe von Fukushima ein Land, das eine ganz deutliche Wende in der Energieversorgung vollzogen hat, das ist Deutschland. Es gibt so ein paar andere, die mehr oder weniger so ein bisschen was gemacht haben, aber der Großteil in Europa produziert doch seinen elektrischen Strom nach wie vor wie gehabt und es ändert sich gar nichts. Sind wir mal wieder zu schnell vorausgeprescht und sind dann langfristig die Deppen? Ich meine, wenn das so teuer wird und die anderen bleiben ja bei ihren Systemen, oder glauben Sie, dass es hat einen Vorteil, was wir jetzt machen? Werden die Ersten auch die Ersten bleiben, sozusagen, bei der Entwicklung des europäischen Energienetzes? Ja, einer muss ja vorangehen. Ja. Und das sind wir. Und deswegen müssen wir auch genau hinschauen, nicht zu große Fehler zu machen, damit wir auch tatsächlich die Ersten bleiben. Wir müssen auch die Energiewende ja eben aus dem Grund so konzipieren, dass sie in den anderen Ländern angenommen wird. Am besten mit ähnlichen Konzepten, wie wir sie heute in Deutschland entwickeln, mit den Technologien, die wir in Deutschland entwickeln dazu, dass es am Ende auch ein Exportschlager wird, die Energiewende, dann profitieren wir am Ende auch wieder. Wenn die Energiewende gelingen soll, haben wir doch in Deutschland gar keine andere große Energiequelle außer Wind, oder gibt es dann die Sonne? Ja. Obwohl wir ja nun hier weit im Norden sind, würde die Sonne uns ebenfalls enorm hilfreich sein? Ja, davon bin ich überzeugt. Ja. Die Photovoltaik kann heute teilweise den Strom für 7,2 Cent pro Kilowattstunde erzeugen. Und langfristig erwarten wir eine Vergünstigung bis runter auf 5 Cent pro Kilowattstunde bei der Solarstromerzeugung. Das hier ist also jetzt der reine Produktionspreis? Der reine Produktionspreis, genau. 7 Cent. Ja. Also das heißt, das wird so die billigste Form der Stromerzeugung werden in Deutschland? Es wird eine der günstigsten Formen sein. Und wie ist das im Vergleich zu den berühmt-berüchtigten Kohlekraftwerken oder den Kernkraftwerken? Wie ist das Verhältnis da? Naja gut, der Vergleich ist etwas schwierig. Hinkt. Der hinkt, weil neu gebaute Kohlekraftwerke oder Kernkraftwerke, die liegen dann bei den Kosten so zwischen 6 und 10 Cent pro Kilowattstunde, also offensichtlich teurer als Wind- und Solarstrom. Mhm. Allerdings ist diese Form der Energieerzeugung planbar. Mhm. Das heißt, wir brauchen also für die Planbarkeit, für die Integrierbarkeit des Sonnenstroms, des Windstromes Speicher. Die kosten natürlich nochmals zusätzlich. Ja, aber ich meine, das wird ja das große Problem sein, so allmählich diesen riesigen Tanker
Energiesystem oder die Energiewende bedeutet ja, den Tanker Bundesrepublik Deutschland auf hoher See während der Fahrt ganz, ganz langsam nicht nur in eine andere Richtung zu geben, sondern ihn auch praktisch intern komplett umzubauen. Also ja. Wegzugehen von der alten Art und Weise, wie wir Energie freisetzen, wie wir Energie verteilen und so weiter, hin zu einer völlig neuen Variante. Und haben wir vergessen, die Öffentlichkeit darüber zu informieren, wie schwierig es ist, so eine Infrastruktur überhaupt aufrechtzuerhalten? Ja, ich denke, wir haben vergessen, die Öffentlichkeit aufzuklären. Mhm. Der Energiewende fehlt nach meinem Dafürhalten ein Marketingkonzept. Also die Energiewende ist das typische Beispiel für ein komplexes Unternehmen. Und bei komplexen Unternehmen ist man nie vor Überraschungen sicher. Vor allen Dingen auch nicht vor positiven Überraschungen. Danke.